Bhagavad Gita, Einführung. Wer ist Krishna? Ein Name Gottes, der seit Jahrtausenden alle anderen Gottesnamen überstrahlt, ist der Name Krishna. Er gibt Auskunft über eine Reihe von Gotteseigenschaften, die jene seiner Allgewalt noch übertreffen. Krishnas wahre Natur ist ein tiefes Mysterium. Vishnu, der durch seinen Blick den Anstoß zu aller Schöpfung in Raum und Zeit gibt, der in einem anderen Aspekt in jedes Universum eingeht und zum inneren Zeugen in jedem Herzen wird. Sie alle sind, im Wissen der Vaishnavas, Teilaspekte Krishnas. Belege dafür sind unter anderem in der Gita selbst zu finden. 7.7, 10.8, 10.12, 10.21, 15.15. Der Gopala Tapani Upanishad 1.3, 1.19. Der Brahma Samhita 5.1, 5.48. Dem Srimad Bhagavatam 1.3.28 UVM. Wörtlich bedeutet das Sanskrit-Verb Kri machen, tun, vollbringen, vollenden. Krita, das Partizip Perfekt von Kri, bedeutet getan, gemacht, vollbracht. Es bezeichnet auch den Wurf im altindischen Würfelspiel, der den gesamten Einsatz gewinnt, somit keinerlei Verlust zur Folge hat. Das Wort Krish hat zwei Grundbedeutungen. Zum einen wird Krish mit ziehen, zerren, an sich ziehen übersetzt. Krishna zerrt die Übel von denen fort, die ihn verehren. Darauf macht bereits Shankara in seinem Kommentar aufmerksam. An sich heranziehen ist eine weitere Bedeutung von Krish. Karshati sarvam Krishnaha. Er zieht alle an sich und erweckt in allen liebende Verehrung. Krishnas unbeschreibliche Lieblichkeit wirkt anziehend auf das Innere eines jeden Wesens. Zum anderen liegt dem Wort Krish die Bedeutung pflügen, beackern, durchwandern inne, was auf das Urbarmachen, das Kultivieren hinweist. Krishta, das Partizip Perfekt im Passiv, wird demnach auch mit Kulturland übersetzt. Der Bhakta sieht in dem von Krishnas Unterweisungen durchpflügten Menschenherz die von aller Überwucherung und Verkrustung der Ich-Bezogenheit bereinigte Kulturlandschaft, auf der sich der Same Liebe und Hingabe, Bhakti, erst zurecht entfalten kann. Das Wort Krishna bedeutet aber auch dunkel, tiefes Dunkelblau, fast schwarz. In vielen Bildwerken sieht man ihn mit einer dunklen, der Gewitterwolke gleichenden Hautfarbe dargestellt. Auch darin erkennen die Weisen einen Aspekt des Unendlichen. Denn alles, was fern ist und sich ins Unendliche erstreckt, zeigt eine dunkle Farbe. Schaut man in das Himmelsgewölbe und möchte dessen Ende ermessen, so erscheint dieses Nicht-Ende dunkelblau und am Nachthimmel fast schwarz.